Ja, willkommen zurück bei Fallout. In der letzten Folge haben wir es hier zur Kathedrale geschafft, haben die Leute so ein bisschen ausgefragt und jetzt gehen wir da rein, weil dort der Meister der Supermutanten zu finden sein soll. Jetzt gucken wir erstmal, wer das hier alles ist. Frau, hallo mein Herr, dein Ruf eilt dir voraus. Kann ich dir mit irgendwas behilflich sein? Wie wird man ein Neuling? Du solltest hier einige Wochen mit Meditation und Fasten verbringen und dich dann an einen der Elder wenden. Oder du könntest dich für den Freiwilligendienst melden. Ich habe einige deiner Leute in anderen Städten bemerkt. Wir vollziehen viele Dienste an den Menschen. Wir heilen die Kranken, ernähren die Hungrigen und lehren die Jungen. Ich bin ziemlich stolz auf sie. Wenn du Vater Morpheus zu sprechen bekommst, kann er dir vielleicht sagen, wie du in einem unserer Übernachtungshäuser tätig werden kannst. Leb wohl, mein Freund. Warte mal. Natürlich, Schwester, gelobt sei der Meister, gelobt sei die heilige Flamme. Gewiss, sicher, natürlich, bis später. Okay, mir sagst du nicht. Da sind Leute. Komm. Wer bist du? Hallo, mein Freund, willst du dein Loblied mit mir anstimmen? Einst wanderte ich blind umher in einem Land so kalt und leer. Ich unterbreche dein Loblied nur ungern, aber wo kann ich den Meister finden? Er findet dich, wann und wo du es am wenigsten erwartest. Gelobt sei der Meister, gelobt sei die heilige Flamme, gelobt sei die Welt. Okay. Und du? Hallo, mein Bruder. Kann ich dir an diesem herrlichen Tag helfen? Laura, ja. Welche Art Hilfe bietest du denn an? Ich meinte bloß... Ich muss jetzt gehen. Das war möglicherweise ein Code. Oh, du wieder. Läufst du nur herum oder kann ich dir helfen? Kann ich dir was über die Children of the Cathedral fragen? Ich bin kaum die Richtige. Sprich mit dem Hohepriester Morpheus. Er kann dir bestimmt sehr viel besser helfen. Okay. Ich glaube, die ist eine Spionin, aber damals, den ihren Chef hätten wir bestimmt auch irgendwo treffen können. Was wir gerade nicht haben, also gehen wir weiter. Noch ein Sänger. Hallo, mein Freund, die Vision des Meisters hat mich erleuchtet. Darf ich dir meine wunderbare Geschichte mitteilen? Na komm, mach los. Es war einmal ein Mensch, der war so voller Hass, dass er fast daran zugrunde gegangen wäre. Aber jetzt, gelobt sei der Meister, gelobt sei die heilige Flamme, gelobt sei der Weinberg des Lebens. Ja. Okay, du? Auch eine Geschichte? Wo kann ich diesen Meister kennenlernen? Nee, wer ist hier der Anführer? Es ist an dir, mein Freund. Doch der Meister... Führt dich. Gelobt sei der Meister. Gelobt, bla. Die zählen alle nur irgendwelchen Schmus. Sie ist ein riesiges Mitglied der Children. Und die? Dass sich von niemandem was vormachen lässt. Was ist mit dir? Was zum Teufel willst du? Wo finde ich diesen Meister? Fahr zur Hölle, du Idiot. Was? Wer ist hier der Anführer? Du bist es sicher nicht. Okay, das ist ein... Und der? Was geht denn hier vor sich? Stellst du immer so dumme Fragen, du Idiot? Also die sind auch nicht sehr... Noch ein Sänger. Noch ein Sänger. Jetzt brauchen wir das riesige Mitglied. Du möchtest mit Ton reden? Schön. Aber wenn ich das Wort loben höre, mache ich dich alle. Loben? Nee. Ich habe noch jemanden gesucht, der klug genug ist, mir zu sagen, was hier im Laden los ist. Was ist los, Kumpel? Ich habe es in dieser Zombie-Grube verloren und ich brauche deine Hilfe nicht. Geh mir aus den Augen. Was? Typ, mit dir habe ich doch schon gesprochen. Lad deinen Müll woanders ab. Und die? Schwester Francis. Hallo, ich meditiere gerade. Hast du das nicht bemerkt? Kann ich dir helfen? Klar, hast du hier irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Naja, Vater Morpheus hat schon lange keine Predigt mehr gehalten. Es ist wirklich schade, denn ich höre ihm sehr gern zu. Jeder hier scheint mit irgendeinem Kreuzzug beschäftigt zu sein. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss weiter meditieren. Ach du wieder, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich meditiere gerade.
Bildschirm. Ein großer Schwarz-Weiß-Bildschirm, leider keine Farbe. Die Person mit der Robe rezitiert religiöse Dogmen in fieberhafter Geschwindigkeit. Und hier? Recht guter Empfang dafür, dass er drinnen steht und keine Antenne hat. Okay. So. Hier ist eine Truhe. Abgeschlossen. Dann machen wir mit unserem Dingsbums. Wir müssen es finden. Ja. Geschickt öffnest du die Box. Ah. Super Stimpaks. Ah, kann ich wieder nicht tragen. Was können wir denn mal da lassen, was wir nicht brauchen? Fusionszelle, Energiezelle. Was braucht unsere Waffe? Ich weiß es nicht. Was ist denn mal schwer? Das ist zwar nicht schwer, aber lassen alle da, weil wir die noch nie benutzt haben. Das lassen wir auch da. Wir hoffen, dass wir jetzt nicht vergiftet werden. Was haben wir denn so schweres Einstecken? So, jetzt haben wir die Super Stimpaks. So, und sonst noch was? Ist da wer? Dr. Wu, was ist dein Problem, du Arschloch? Vielleicht soll ich dich besser einschläfern, du Idiot. Ich würde gern was wissen. Doktor, ich brauche dringend was zu trinken. Hast du Alkohol zum Einreiben? Wenn ich es vergeige, bist du auch dran, Arschloch. Ich würde gern was wissen. Ich bin keine Bibliothek, such dir deine Antwort nur anders raus hier. Ich will ihn nicht beklagen, ich habe gar nicht gesehen. Lieferst du viele ein, Doktor? Nightkin machen das gern. Ich gebe denen manchmal Zeugs. Keiner kümmert sich um Dr. Wu. Sind alles Arschlöcher. Also, soll ich dir jetzt helfen? Hilf mir, Doktor. Gut, immer mal muss man dir helfen, dich zusammenflicken, Arschloch. Au. Wenn ich es vergeige, bist du auch dran, Arschloch. Ich platz gleich, du Arschloch. Also willst du jetzt gesund werden oder nicht? Warte ich mal um, dass nicht so was zuerst kaputt gegangen ist. Du bist so gesund wie ein Brahmin, aber nicht so intelligent. Raus hier, du hypochondrisches Arschloch. Okay, der ist nicht nett. So, hier. Oh, Auhafenzeug, was ist das? Psycho. Zwei Super Stimpaks. Rest lassen wir da. Und wer ist hier? Ist das eine Tür? Ja. Läscher. Meine Räume stehen denen nicht offen, die nicht geweiht sind. Ich muss dich bitten, sofort zu gehen. Nimm Stopp, hast du, heißt das deswegen Läscher der Peitscher? Ich möchte einfach mit dem Chef sprechen. Ich wollte dich über die Weihe befragen. Vergib mir mein Eindringen, doch ich habe wichtige Fragen. Deine Worte sind wahr. Sehr gut, ich werde dir helfen. Aber mach schnell. Ich muss Morpheus wegen einer dringenden Angelegenheit sehen. Das hier kann dir vielleicht nützen. Nimm dieses Symbol, zeig es dem Nightkin, damit er dich durchlässt. Es wird es dir ermöglichen, Morpheus zu sehen. Ah, danke. Noch was? Wie kannst du es wagen, mich zu stören? Weißt du nicht, wie wichtig meine Stellung? Raus mit dir. Okay, Verzeihung. Naja, jetzt habe ich jedenfalls was gekriegt, um zu Morpheus erstmal zu kommen. Und das muss ich einem Nightkin zeigen. Nightkin, sind das die Supermutanten? Ladenbesitzer. Sei gegrüßt, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du nimmst dir einen Moment Zeit, um dir die Bedeutung der Entscheidung hinsichtlich deiner Seele bewusst zu werden.
Wo kann ich denn eine von diesen schicken Roben bekommen? Nee. Was hast du denn zum Handeln? Wir haben hier allerlei Souvenirs, um sich an deine Reise zur Kathedrale zu erinnern. Diese Souvenirs sind natürlich nicht ganz billig. Blumen, Wasser, Bier. Ah, Pfadfinderbuch. Okay. So, danke. Nehmen wir doch, das lesen wir doch gleich mal. Du lernst vieles Überleben in der Wildnis. Naja, gut. So, hier gibt es noch einen Raum und da ist eine Treppe. Oh, steht wieder jemand davor? Ian oder so? Mach 4 Computer. Gerade neu gebootet. Wissenschaft. Reparieren. Kann man nicht reparieren. Und das hier? Stromgenerator. Gut, dann ist der Raum sinnlos, wenn ich dann hier reinkomme. Dann gucken wir mal hier. Tür ist verschlossen. Bevor wir hier Türen aufbrechen, muss ich mich erst nochmal umschauen. Das ist eine Tür? Nee, Wand. Wand. Wie kommen wir denn in dem Raum? Da ist eine Tür. Von hier drinnen wahrscheinlich. Wir speichern mal und dann versuchen wir die Tür zu öffnen. Ich soll irgendeinem Nightkind das ja geben. Na gut, also speichern. Also ich habe jetzt hier ein bisschen rumprobiert und man kommt hier nicht rein. Man musste nämlich das Abzeichen nehmen, was der uns hier gab. Und ja, das haben wir aber nicht im Inventar, weil wir wahrscheinlich zu voll sind. Aber ich glaube, man kann hier von denen auch noch was kriegen. Überhandeln. Dann nehme ich alle auch noch so ein Inventar. Und da kaufen wir uns für 10. Eins. So, mal sehen, ob wir es jetzt im Inventar haben. Jawohl. Jetzt können wir das auf die Tür anwenden. Der hat zwar gesagt, ich soll es ein Nightkind zeigen, aber ich habe es der Tür gezeigt. Damit ging es auf. So. Hier ist eine Tür. Tür ist verschlossen. Erstmal weg, damit wir die Tür sehen. Keinerlei Wirkung. Brauchen wir erst einen anderen Schlüssel wieder. Naja, jedenfalls gibt es ja hier die Treppe nach oben und die werden wir jetzt nehmen. Sehen. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. Und hoch geht's. Okay. Wer bist du? Meister, war es das, was ich werden sollte, Meister? Du hast einstecken? Nee. Wer bist denn du überhaupt? Du bist ein Idiot, Dane. Sie legen dich bald um. Und du hast es verdient, Schwächling, Schwächling. Wer ist denn Dane? Sonst noch was? Deine Gedichte sind mies, 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 Mann. Ich will ein Pferd, ich brauche ein Pferd. Ein Pferd, Herr, verflixt ein Pferd. Das war, glaube ich, verrückt, oder? Halt's mal, du Dreckskerl. Reiß dich zusammen. Ihr seid dumm, wenn ihr um mich weint. Macht euch keine Gedanken um ungelegte Eier. Also gut, hier kriegen wir, glaube ich, jetzt nichts raus. Müssen wir hier vorbeigehen, dass alle anderen reinkommen, dass ich wieder raus kann. So. Gucken wir mal hier. Kann ich mit dir sprechen? Nee, scheinbar nicht. Aber ich bin ohne Schaden getroffen worden, was schon mal gut ist. Kampf beenden? Nee. Aber Zug zumindest beenden.
hoffe ja, dass die jetzt nicht gegen er hin, gegen den Supermutanten kämpfen. Der hat, glaube ich, einen Steelsboy an. Ne? Dogmeat wurde getroffen und ich glaube, das wird nicht mit meinen ganzen Leuten. Hoffentlich treffe ich nicht Dogmeat. Okay. Kann ich jetzt einen Kampf beenden? Ja. So. Lass mal gucken, was hier am Schreibtisch ist. Geld brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ich werde meine Begleiter hier lassen und Dogmeat versuche ich durchzufüttern. Sonst bringt das, glaube ich, nichts. So, was hast denn du einstecken? Hier, ein Stealth-Boy, ne? Deswegen sahen sie so unsichtbar aus, sozusagen. Hast du jetzt noch was anderes? Dogmeat, geh da mal weg. Anders zu sagen? Ich würde so gerne eine Bombe werfen. Was? Okay, tu es nicht. Wir gehen hier rüber und versuchen Dogmeat zu heilen. Komm mal her, Dogmeat. Und die anderen lassen wir hier. Müssten wir Dogmeat sehen, ne, um das zu machen. Jetzt sehen wir ne. So. Sieht unverletzt aus, okay. Gehen wir hier hin und speichern mal. Und jetzt haben wir. Jetzt haben wir dir. Du kannst jetzt gehen. Und Ian? Du kannst jetzt gehen. Und Tycho? Es war Zeit, dass ich unsere Wege trenne. So. Ich nehme mich auf dem Rückweg wieder mit und versuche, Dogmeat am Leben zu halten. Nochmal speichern fix. Vielleicht wird es Tag, werden wir hier ein bisschen irgendwas tun und Zeit verschwenden. Nee, bin bereits gesund, da kann ich nichts machen. Aber wir können die Waffe nochmal aufladen. Zumindest ein bisschen. So, gehen wir hoch. Oh, oh. Hey, hey, hey. So. Das wäre eher. Alle anderen erreichen wir gerade nicht. Lassen wir die lieber auf uns zukommen. Ja, Dogmeat, machen alle. So. Erstmal ihn. Wunderbar. Und ihn. Ha. So. Sehen, ob man bei den Computern was ausfinden kann. Nee, ein Bücherregal. Oh, oh, Bücher. Ach, kann ich wieder nicht nehmen. Sehen, was schwer ist, was wir da lassen. Alien Blaster haben wir noch gar nicht ausprobiert. Elektronischer Dietrich würde ich ein bisschen behalten wollen noch. Das. Maxen CD haben wir gelesen. Das CD, keine Ahnung, was das ist.
Lesergewehr lassen wir jetzt auch hier und nehmen dafür die zwei Bücher mit. So. Welche wir auch gleich lesen. Ganz vieles Überleben der Wildnis. Wir erlernen neue Heilverfahren für Verletzungen. Wunderbar. Zum Thema Verletzungen. So. Nächste. Habe ich jetzt von hinten in das Regal geschaut, ja? So, na gut, lesen wir sie durch. Ernst, nichts Neues. Schade. Viel über Reparatur. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Okay, hier ist noch eine Tür. Das Regal können wir auch nicht durch die Wand greifen. Auch von der Seite, das ist leer. So. Hier scheint weiter nichts zu sein, also ins nächste Etage, aber vorher nochmal speichern zur Sicherheit, beziehungsweise erstmal aufladen. So, und jetzt hier hoch. Was war denn das? Oh. Doch, mit gegen Deckung. Na. Entweder treffe ich nicht oder der hält mehr aus. Kann jetzt nichts tun, habe nur noch zwei Punkte. Muss den Zug beenden und lieber was in meine Rüstung stecken. Dogmeat machen tot. Mist. Oh oh, dass mal gut geht. Du hast uns verärgert, jetzt zahl auch dafür. Nee, Dogmeat. Dogmeat ist draufgegangen. Also muss ich nochmal laden. Ich will ja, dass Dogmeat überlebt. Irgendwie müssen wir doch Dogmeat da durchkriegen. Gibt's doch nicht. Halt schade, dass die zweimal hintereinander dran sind. Tod den Feinden des Meisters. Ja, doch, mit gehen wir hier aus der Schussbahn, genau. So. Mist. Danke. Ja. Jetzt hoffe ich nur, dass die 36 reichen. Ich habe eigentlich noch einen
kann mich sogar noch heilen. Naja, nee, das konnte ich nicht. Aus irgendeinem Grund. Dogmeat, warte noch, den kriegen wir schon. Beziehungsweise haben wir noch zwei normale Schüsse. Die Vernichtung des Anführers der Children of the Cathedra erhält zu 1000 Erfahrungspunkte. Morpheus ist tot. Okay. Da heilen wir uns. Und beenden den Kampf. Für das Töten deiner Gegner erhältst du 1250 Punkte. So. Gucken. Wand. Überreste von Nightkin-Wache. So, speichern wir erstmal. Ach, toter Körper von Morpheus. Okay. Ah, der hat ein rotes und ein schwarzes COC-Abzeichen. Dann nehmen wir das schwarze mit. Normale Robe. Sturmgewehr. Nehmen wir das Stimpack noch mit. 47 Hammer. Können wir gleich mal im Inventar noch eins benutzen. Und vielleicht gleich noch eins. So, das stecken wir wieder ein. Und jetzt gucken wir mal, was in der Kiste hier noch drin ist. Abgeschlossen. Muss mit Öffnen auf. Quatsch, ich wollte im Inventar unser Dietrich-Set ausrüsten. Da komm, ja, wir aufkriegen hier. Echt nicht? Doch, jetzt ging's. Eine Tesla-Rüstung und eine Powerfaust. Tesla-Rüstung, müssen wir uns mal angucken, ne? Aber das können wir, glaube ich, nicht tragen. Ich kann ja probieren, aber das wusste ich gleich, dass das nicht geht. Was lassen wir mal da? Den Stealth-Boy, den nehmen wir wahrscheinlich eh nicht. Scanner. Sehen, wo haben wir den ganzen überflüssigen Schutz? Wir nehmen mal das Stealth-Boy hier rein, aber das wird immer noch nicht gehen. Ein Geigerzähler. Die Robe. Was ist das? Elektronischer Dietrich, den würde ich schon gern behalten. Und das? Scanner, vielleicht auch behalten. Das Ding brauchen wir vielleicht nicht mehr. Okay, gucken wir erstmal, was das macht. Ne? 35 Rüstung, 50, 90, 70. Also, ich glaube, unsere Power-Rüstung ist besser, aber. Ja, ist besser. Sieht zwar auch cool aus, aber. Wir nehmen das. So. Und jetzt tauschen wir uns hier wieder aus. Nee, mach's auf. Hier, das kriegst du wieder. Den ganzen Spaß packen wieder ein. Man weiß ja nie. Ja. Hier haben wir hier noch was Interessantes im Bücherschrank. Vielleicht ein paar gescheite Bücher, die er lesen kann. Nö, noch ein elektronischer Dietrich. Also wenn wir ihn nicht schon hätten, könnte man ihn jetzt hier mitnehmen. Und hier. Das lassen wir mal da. So, wir haben genug Stimpacks. So, und jetzt gehen wir wieder runter hier. Wo waren eigentlich die anderen? Noch eins weiter unten. Ne? Genau.
Ja? Komm mal wieder mit. Kann euch ja nicht hier oben stehen lassen. So. Jetzt dürfte ich erstmal alle wieder dabei haben. Ja? Wenn ich niemanden vergessen habe. Und jetzt gehen wir noch eins weiter runter. So. Und dann würde ich sagen, damit soll es das für heute gewesen sein. Ich sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronil. Tschüssi.